Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, danke schön, EBP. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Empyrion. Wir sind immer noch dabei, das Tutorial hier zu bearbeiten. Und dafür sollen wir jetzt erstmal so einen Base-Starter craften. Den habe ich draußen im Konstruktor schon mal in Auftrag gegeben. Den Kern hier habe ich clevererweise mit in der Produktion schon mal rausgerissen. Hier war ich nämlich auch gerade bei. Ich kann das auch nicht mehr abbrechen, wie ich gerade sehe, aber gut. Das ist wurscht, aber hier draußen ist unser mobiler Konstruktor schon fleißig bei. So, nun hat das Ding auch gesagt, wir sollen Woodblocks machen. Ja, wie ich sehe, ist der gerade fertig geworden. Ne, holen wir gleich ab. Und dafür werden wir noch ein bisschen Holz brauchen. Wir haben aktuell quasi nichts. Das heißt, wir rasieren hier nochmal ein bisschen was runter. Haben wir ja keine Schmerzen mit. Zack. 20 sollen wir bauen. Ich vermute mal, dass wir noch 20 Blöcke brauchen. Wäre ja irgendwie nur logisch, ne? Also 20 Holzblöcke, Stämme, was auch immer. Und die holen wir uns jetzt erstmal fix ran. So, wie viel haben wir jetzt? 14. Ich denke mal, zwei Bäumchen noch, dann ist das erledigt. Rabbel. Fliegt sonst wohin. Und du machst auch noch einen Abgang hier. Zack. Und dann haben wir auch 22. Perfekt. Irgendwas, was wir brauchen können. Ist hier noch Gemüse. Ich muss mal wieder ein bisschen Steaks herstellen. Hier auf dem Rückweg. Mehr oder minder. Also eigentlich gar nicht, aber scheißegal. Nehmen wir jetzt mit. Weil wir es einfach noch brauchen. Zack. Und zack. Jetzt hätte ich mal wieder mein Moped gebrauchen können, aber nein. Du tust nichts, oder? Ja, du bist lieb. Alles cool. So. Ja, dann schauen wir doch mal. Ja, scheiß auf Stamina. Wir essen mal ein bisschen mehr. Damit es uns nicht vergammelt. Aber so schnell geht es ja auch nicht. So, und dann habe ich hier irgendwo meinen Konstruktor hingestellt. Da ist er. Zack, diesmal nehmen wir den noch mit. Ich habe erst überlegt, ob ich den anderen einfach abhole, aber nö. Zack. Und dann bauen wir doch mal den Starterkern hier hin. Warum geht das nicht? Da ist ein anderes Objekt im Bereich hier. Das ist ja tragisch. Hier ist sonst nichts. Ah, hier draußen kann ich wieder. Das ist ja nett. Wie kann ich das Ding nicht drehen? Hier oben jetzt mal. Okay. Gar nicht, wie mir scheint. Ah, da sollst du rein, Quelle. Ach komm schon. Dein Ernst. Geht doch. Hier würde gehen, ja? Ist ja interessant. Na gut, wir nehmen mal noch so einen Block hier weg und hoffen, dass uns das genug Platz schafft. Und dann wird das schon werden. Und dann soll ich 20 Blocks bauen und nur 10 platzieren. Ne? Das ist ja auch kaum schon. So. Gehst du jetzt da rein? Nö, warum auch? Also hier mitten im Feld darf ich einen bauen, aber nicht da unten. Da unten ist böse. Wir versuchen das mal mit der Drohne. Vielleicht geht das besser. Nö. Ums Verrecken nicht, sagt er. Und hier drin sowieso nicht. Habe ich jetzt alles quasi umsonst gemacht. Schön. Ein anderes Objekt ist im Bereich. Hier oben ginge.
das hier irgendwie sinnvoll unterbringen. Doof. Sehr, sehr doof. Draußen würde ich den eigentlich ungern irgendwie anbringen. Okay, er muss offensichtlich frei stehen. Sobald er das nicht tut, ist, sagt Spiel, doof. Dach kann ich ihn auch nirgendwo anbringen. Ja, hier draußen. Hier draußen bringt mir gar nichts. So, nun wollten wir eh nochmal eine Landeplattform bauen, dann machen wir das jetzt auch. Nee, ich habe lieber nach dahin gehabt. Das ist doch assi. Wir reißen hier noch mehr weg. Und hoffen aufs Beste. Zack. Einfach mehr kaputt machen. Und wenn wir mehr kaputt machen, können wir es wieder reparieren. Da wir da eh noch Blöcke anbringen müssen, scheiß der Hund drauf. Haben wir halt Holzfußboden, ist eh viel geiler. Kann ich die Holzblöcke eigentlich so craften? Nein, muss ich im Konstrukt machen. Gut. Das können wir aber gleich nebenbei schon mal machen. Wenn wir hier fleißig sind. Na. Was hast du jetzt für Sorgen? Ich will die nicht aufnehmen. Achso, ist das Kühlergerät. Bin ein Idiot. Da, portabler Konstruktor. Da kommt er hin. Geht mit Holz rein, dann haben wir hier bestimmt, genau, die Holzblöcke. 20 Stück sollen wir herstellen. Das machen wir. Und der passt jetzt wahrscheinlich immer noch nicht. Nö. Wir heben ein größeres Loch aus. In der Hoffnung, dass das am Ende alles irgendwie passt. Objekt im Bereich. Kannst du da nicht einfach anpoppen? Wäre doch viel einfacher. So, wird schon wieder stockfinster. Und da ich nicht will, dass ihr nichts seht, gehe jetzt mal pennen. Und guten Morgen. So. Weiter geht die wilde Fahrt. So, hoffen wir mal, dass 3x3 reicht. Aber ich habe so meine Zweifel. Jetzt bringe ich hier echt eine Scheißfolge damit, die ganze Basis wieder einzureißen und diesen blöden Block zu setzen. Ich meine, wie assi ist das denn? So. Ja, man kann seine Zeit kaum besser verschwenden. Aber wieder was gelernt. Reiße kein Basisstarter-Ding ab. So. Darf ich da irgendwo? So was für scheiß Spiel. Ich baue mir gleich eine neue Basis. Kannst mich mal kreuzweise. So, machen wir jetzt hier. Drehen ging ja nicht. Außer dass er sinnlos durch die Gegend schwebt. Bisschen tiefer. So. Aus die Maus. Viel zu blöd. Dann holen wir hier. Was ist hier los? Wie? Sind noch 20 Jahre. Lass mich verarschen. Bau halt noch ein. So. Und noch ein. 18 hat er gesehen. So. Zack. Daraus machen wir Boden. Place blocks around core. Das machen wir doch gleich mal.
Was haben wir da für Shapes? Gut, das ist schon die größte. Die drehen wir mal zurecht. So. Nee, das ist doof. Zumindest hier vorne ist das richtig doof. So. 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 So, Spiel glücklich. Wunderbar. Of course, every base needs power. Build either a fuel generator and a fuel tank and place it on your base. Machen wir es erst nochmal. Weil wir das können. Ich will zwar hier nicht mit diesen dämlichen Fuel-Dingern rumarbeiten, aber meine Güte. Machen wir es halt so. Wird die auch ein bisschen kleiner. Und vielleicht können wir das ja nachher alles irgendwie anschließen. Und im portablen Konstruktor lassen wir dann auch gleich noch ein paar Holzblöcke bauen. Aber erstmal der ganze Shit hier rein. Wir holen nochmal alles aus dem Lager. Rüber. Der ganze Scheiß. Das nicht. Die auch nicht. Die brauchen wir noch. Das kann eigentlich mit rein. So. Dann müsste eigentlich alles da sein, was wir brauchen. Gut. So, Anzugstation, kleiner Konstruktor, Klonkammer, O2-Tank, Wassergenerator, Kühlschränke, Solarpanels, Generator klein, den will er ja haben. Was noch? Fuel Tank. Generator, Treibstofftank für Base, genau. Lassen wir mal werkeln. Und ich glaube, wir gucken nebenbei, also bauen wir noch einen Konstruktor. Ich hätte hier schon ganz gerne noch ein paar Holzblöcke für unseren Boden. 30 Stück. Und dann wird das schon. Diesmal bauen wir auch nicht so krumm und schief. Dann wird das alles ein bisschen schicker. So, direkt dran bitte. Zack. Wird doch was. Wir ziehen das Ganze hier noch ein bisschen drüber. Mit den Teilen, die wir da haben, aber ja. Betonblöcke. Reicht uns das von der Fläche? Eigentlich nicht, ne? Da bauen wir nachher einfach. Ja, aber hier reicht das vielleicht. Da sind wir noch nicht ganz drüber. Mensch, ey. Mach mal weg hier. Das sieht scheiße aus. So präzise, unglaublich. Geht doch. Ist doch alles gar nicht so schwer. So. Ja. Halb so groß soll uns reichen. So, hier hinten ziehen wir auch mal ran. Zack, zack, zack. Und dann ziehen wir nämlich nachher noch zweimal rum. Schon mal den kleinen Generator und dann gleich auch unseren Treibstofftank. Wird auch ein Schuh raus. Zack. Congratulations! You have successfully completed Chapter Base Building of the Robinson Protocol. Was haben wir jetzt? Wenn wir schon dabei sind, können wir gleich wieder hier. Ne, Stahlblöcke, Betonblöcke. Machen wir fertig. So, das Holz nehmen wir mit, was wir schon da haben. Um das gleich nochmal ein bisschen zu erweitern. Hier
fettet mir schon mein Scheiß wieder. Super. So. Zack. Wir machen wieder drüber und das geht etwas besser. Die ist auch etwas flinker als wir. So, dann da noch ran. Und dann wollten wir hier noch ein bisschen. Oh, komm schon. Ja, wir nehmen das auch nur als Boden. Damit der Kern wenigstens etwas geschützt ist. Das Holz ist wahrscheinlich nicht das stabilste Material. So, du kommst hier wieder weg. Gucken wir mal, wie stabil. 100, das ist nix. So, wie weit bist du? Nochmal 16. Mehr davon. Holztreppen. Schön. So, ist noch fertig. So. Zack, und jetzt kannst du wieder Betonblöcke machen von mir aus. Die nehmen wir mit. So. Hier nochmal eine Reihe lang. Schön vier gegen Kasten. Herrlich. So. Gehen wir noch weiter aufs Wasser? Ja, oder? Ja. Ist doch gleich viel schöner. Und hier ziehen wir nach unserer Mauer hoch. Achso, da sind nur noch drei. Okay. Wir mussten jetzt nicht weiter gebaut. Und da kommt nachher unsere Wand raus. 14 haben wir noch. Die nehmen wir auch gleich mit. Und dann schauen wir mal. Können wir das da hinsetzen? Nein. Findet ihr wahrscheinlich nichts. Ja, da siehst du. Nur in einzelnen zu. Aber okay. Das soll uns auch erstmal reichen. So. So. Den Teil nehmen wir hier weg. Dass das hier nicht in die Basis reinragt. Und hier gehen wir auch erstmal blank rüber. Entschuldigung. Das war ein bisschen eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie geht's weiter? Panoramafenster, würde ich sagen. Ne? Da machen wir wieder hier die Halbhohn. Aber erst ab hier. Machen wir es so? Ne, ich glaube, na doch. Doch, machen wir es. Zack. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas haben, damit wir da hochkommen. Wahrscheinlich haben wir das. Genau. Zack. Das drehen wir zweimal. Dann machen wir das nochmal hier. Aber doch, genauso breit. Aber doch einen schönen Ausblick. Und darunter kommt dann auch die lang. So, und jetzt machen wir wirklich mit der Drohne weiter. Hier, wohin lang bauen wir unsere Tür? Wir bauen, glaube ich, nach hier hin weiter. Also kommt da unsere Tür rein. Jetzt bauen wir die wieder. Zack, lassen wir jetzt mal Platz. So. Fenster haben wir von der Sache jetzt erstmal. Genug, hier kommt Unmengen an Licht rein. Gucken wir mal, ob wir dafür einen Teil finden. Ja gut, das sind ja im Endeffekt dann die hier. Nur zurecht gedreht. So.
noch ein. Und da noch ein. Und da auch noch ein. So. Da drauf kommen wieder die normalen. Zack. Ja. Drei Stück hoch, weil wir es können. Da will ich jetzt nicht so was Hässliches haben. Zack, einmal da. Einmal da. Und die Halbhohn rüber. Ey. So. Zack. So. Auch schon mal das erste Fenster. Das zweite folgt zugleich. Ein da. Bisschen hoch. Ein da. Und die kommen darüber. Zap, zarab. Ziemlich großes Fenster. Meine Fresse. Vielleicht etwas überdimensioniert, aber meine Güte. So. Da wollten wir die Türen bauen. Um da später anbauen zu können. Dafür müssen wir vielleicht erstmal eine Tür machen. Was wir vor allem machen müssen, ist hier erstmal wieder rauskommen. So. Und hier eine Tür bauen und ein paar Treppen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ne? So, ich hatte doch hier gesehen, Holztreppe. Genau, die kommen als erstes. Nehmen wir hier nochmal ein paar Blöcke. Die Treppe nehmen wir auch cool mit. Dann. Und dann brauchen wir eine Tür. Und die können wir, glaube ich, erst im richtigen Konstruktor bauen. Ne, gar nicht. Automatisch gepanzerte Tür. Bauen wir die doch mal. Und dann können wir auch langsam unseren Generator setzen, unseren ersten. Den so unter die Tür packen. Nee. Nee. Wo könnte man den denn schön hinpacken? Hier unten drunter? Nein. Den müssen wir wahrscheinlich mit Strom, mit Benzin versorgen. Obwohl, nee, das läuft über den Tank. Wir könnten vielleicht erst den Tank bauen. Alles so ein bisschen im Boden eingelassen, gefiel mir, glaube ich, besser. Zumindest solche Sachen. Und das bauen wir auch erstmal hier hinter unserer Tür. Das ist doch eine gute Idee. Das soll gleich daneben. Da kommt der Tank hin. So, und daneben kommt dann unser Generator. So, und dann kommt hier nämlich wieder Holz. So. So. Und so. Oh. Ich glaube, der strahlt. So, da unsere Treppe. Kommen wir hier vernünftig raus, rein und raus. Strahlt denn hier so? Ist das der Generator? Echt jetzt? Dann soll ich die vielleicht ganz woanders hinbauen? Ne, das ist nicht der Generator. Oder doch? Ja, nein, vielleicht. Ich mag Eis. So. Ich habe auch jetzt kein Tutorial mehr, oder? Merke ich gerade mal. Das ist immer beim Generator, ja. Nun gut. Alter, komm mal klar. Lässt hier irgendwas natürlich strahlen, das ich glaube nicht. Na gut. Folge gleich zu Ende. Meine Fresse. So, hier bauen wir, glaube ich, unten nicht mehr an. Das heißt, da können wir jetzt mal so eine schräge Wand dran bauen. Machen wir sowas. Das wäre was für drauf, ne?
wie sieht das aus? Nee, das ist ja affig. Dann eher so. Ein so. Und dann kommen, genau, die hinterher. Zack. Das ist doch ganz cool. Und dann ziehen wir hier die Würfel rüber. Und hier nochmal ein kleines Fenster. Und wir gucken können, was so rundherum abgeht. Ja, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. So. Und dann sieht das aus. Nee, das sieht scheiße aus. Was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn da für Shapes? Mehr als genug eigentlich. Pipes, Blackheads. Ach, wir lassen das jetzt mal so offen. Überlege ich mir da was. So, fliegen wir aber der. Ja, in der Strahlung stehen bleiben ist natürlich KLUK. So. Gesamthöhe. Ja, es ist ein Anfang. Dass er jetzt anhaltend verstrahlt wird, ist vielleicht doof. Das reißen wir auch gleich wieder ab. Ne? Ich glaube, wir machen wieder so einen Haufen Solarpanels da drauf und ist gut. Generell können wir hier drin jetzt alles niederreißen, weil das ja totaler Blödsinn war. Zerlegen. Nichts drin. Gut. Weg damit. Gucken, was wir da Schönes kriegen. Stahlplatten. Na gut, bauen wir alles fix neu. Daran soll es am Ende nicht hapern. Oh, da war noch was drin. Zementsack. Ist hier noch was drin? Starter geht noch mehr. Dann bauen wir gleich einen neuen. Zack. Energiekondensator auch gleich weg. So, dann bauen wir jetzt hier erstmal neu. 5. Davon 5. Generator will ich nicht. Treibstoffe, Blackheads. Das brauchen wir alles nicht. Passiv ist geschlossen, an der Platte brauchen wir auch nicht. Klonkammer ist uns auch wurscht. Da haben wir eine stehen. Wo ist denn dieser blöde, da, kleiner Konstruktor? Können wir uns eigentlich einen großen Konstruktor leisten? Gibt's den hier? Nein. Energieverbrauch 420. Und wir bauen jetzt gleich so einen hier. Ist auch affig sonst. So, und dann brauchen wir noch... Genau, den Energiekondensator. Kraftstoffkapazität 800. Wir brauchen gleich zwei. Wir wollen hier nicht geizen. So, und dann reißen wir nämlich das Ding hier hinten stumpf ab. Kein Bock hier die ganze Zeit verstrahlt zu werden. Oh, der ist gar nicht das Problem. Es ist nur dieser blöde Tank. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut, jetzt können wir hier erstmal weitermachen. Machen wir hier mal ein Dach drauf. So. Die Shapes. Diesmal sind wir auch gleich klüger. Bauen wir gleich mit den dicken Klötzen. Zap, zap. Damit nicht wieder sowas komisch hässliches da entsteht.
war zu erwarten. Aber da wird doch schon mal wieder ein Häuschen raus. So, und hier oben können wir dann auch mal wieder, können wir auch hier unten machen. Das ist ja auch ganz cool. So halb ins Wasser ragend. Das macht ja wenig Sinn. Können wir die hier ransetzen? Jo. Das machen wir dann auch. Und dann gucken wir gleich mal. Bauen uns nochmal ein paar Blöcke. Je nachdem, wie weit er hier jetzt ist. Erzählen wir mal was. Noch nicht ganz so weit. Machen wir erstmal nochmal ein paar Betonblöcke. So. Dann nein. Die Klung haben wir nicht. Sondern den kleinen Konstruktor. Zwei Energiekondensatoren. Und eine große Frachtbox. Jo. Ist das hier? Passagiersitz, okay. Gut, dann bringen wir jetzt erstmal nochmal den Strom an. Machen wir noch? Ja, kurz machen wir noch. Zack. Drohne los. Zurechtgedreht. Ah, kriegen wir sogar ein Spitzdach. Das ist doch ein Ding. Zack. Zack. Ein Spitzdach aus Sonnenkollektoren. Wie gut ist das? Oh, sogar. Ah, das ist ja cool. Gibt sogar verschiedene. Okay, sind das halt die beiden jetzt? Eigentlich nichts. Naja. Ja, gut, ist mal da ein. Das ist doch ganz cool. So, dann haben wir jetzt schon fast wieder Strömung. Zu irgendeinem Grund nur 19 davon, aber okay. Sind wir mal nicht kleinlich. Und weiter geht's. Mach mal doch, Junge. So. Rüber. Naja, Haus ist dicht. Das reicht uns. Nicht schön, aber selten. Da überlegen wir uns noch was Schickes. So, jetzt haben wir theoretisch erstmal Strom und vor allem Nacht. Und mein Hunger beißt mich gleich. Das heißt, den kann ich ja hier machen. Wieso geht das nicht? Ist das ganze Gemüse schlecht geworden? Scheiße. Vernichten, vernichten. Vorhin so viel scheiß Gemüse geholt und nichts zu essen gemacht. Super. Sehr clever. Aber gar nicht das Problem. Man braucht tatsächlich, wie ich gerade merke, für einen Tag gar nicht so viel Nahrung. Zack. Zack. Gibt's halt heute nochmal Proteinriegel. Tut mir leid, Keule. Und dann legen wir uns erstmal hin. Dann ist der ganze Stuff auch fertig gebaut. Vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen was in Auftrag geben. In der Hoffnung, morgen früh ist alles fertig. Naja. Hast du da auch noch 50 von? Dann legen wir uns hin. Und tatada. Wie viel ist fertig geworden? Alles. Aber ich habe nicht mehr genug Schotter, deswegen sind es weniger Blöcke. Aber gut. Zumindest hier erstmal dicht machen. Und hier ziehen wir auch schon rüber, weil unser Häusle geht ja eh hier nachher weiter. Bisschen weit weg, aber halb so wild. So, einmal gucken. Frachtbox.
Kondensat, kleiner Konstruktor und die brauchen wir auch. Schade, können wir nicht stacken, aber egal. So, dann sind wir erstmal gleich wieder auf dem Level 0. Oha, der ist etwas größer, wie ich sehe. Und ich kann ihn hier nicht bauen. Du kannst den Block nicht auf die Base setzen. Was habe ich denn dafür eingebaut? Was ist denn der? Für BG. Okay. Dann bauen wir... Ah, da war der Unterschied. Alles klar. Dann bauen wir nochmal einen. Daran soll es nicht hapern. Natürlich nicht. Motor fehlt. Für den blöden Motor brauche ich was? Nanoröhren. Was fehlt mir für Nanoröhren? Kohlenstoffsubstrat. Und Kohlenstoffsubstrat kriege ich woraus? Gesteinsmehl. Ja, fehlt Schotter, würde ich sagen. Ach. Holen wir halt nochmal Schotter. Aber erst essen wir was. Müsste ich irgendwie direkt aus dem Menü mit einer Tastenkombination essen? Ja, so ist doch gut. So, Multitool raus und Schotter. Für Mesh zum Schotter. Ja. Ihr lieben Spinnen, können wir nicht auf gute Nachbarschaft machen? Wäre mir irgendwie viel lieber. So, machen wir uns mal hier. Kriegen wir da eigentlich, bevor es abgebaut ist, schon mal Schotter? Nein. Absolut nicht. Gut, also ab in den Boden. Irgendwann wird hier wohl Schotter kommen. Kriegt da mal was für? Geht doch. 5 brauche ich. Wir wollen ein bisschen mehr. Eh noch. Ach komm schon. Machen wir doch das Leben nicht so schwer. Offensichtlich ist Schotter ein sehr seltenes Gut. Man kriegt es nicht aus jedem Stein. Nerv, ey. Na komm. Haben wir jetzt 12. Wieder raus, zurück in die Hütte. Spinne, sei mein Freund. Ja, alles cool. Zack, zack, nehmen wir auch gleich wieder mit. Wenn wir schon dabei sind. Und jetzt sollte das ja gehen. Immer noch nicht. Achso, ja, vielleicht sollen wir das auch überlegen. Und dann jetzt. Zack, 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 zack. Währenddessen bauen wir fleißig weiter. So, den können wir auf jeden Fall schon mal platzieren. Hier ist er eigentlich mehr so Wohnbereichen. Ne? Fand ich gar nicht mal so cool, hier so viel reinzubauen. Ich weiß, ich hätte Wunsch. Nein. Ja, scheiße. Dann kommen erstmal die hier hin. Einen. So. Und einen so. Dann sollten wir jetzt eigentlich prinzipiell erstmal Energie haben. Ja, haben wir auch. Sehr gut. Läuft. So, den können wir, glaube ich, nur auf unser Fahrzeug hier hinten bauen. Wir machen das mal eben fix. Ja. So, wo kommt der hin? Vielleicht nicht in die Triebwerke. Den schieben wir hier so rein. Zack. Und dann haben wir ja auch einen dran. Das ist doch gut. So.
Wie weit bist du hier? Noch nicht so weit. Gut, habe ich verstanden. Dann machen wir 30 Holzblöcke. Sei fleißig. Und dann gucken wir, dass wir hier den Konstruktor einbauen. Ja, das muss jetzt nicht sein. Da machen wir wieder Fenster hin. Dann kann der eigentlich da, bauen wir da drüber Container nachher. Zack. Wir fangen erstmal mit dem hier an. Zack. Zack. So. Dann ist der einfach da. Ja, wieder ein Schuh raus. So. Hier haben wir wieder ein paar Bodenplatten. Der ganze Scheiß jetzt hier aber wieder raus. So. Die Tüten wir auch wieder ein. Und alles hier rein. Alles rein in die Hütte, mechanische Komponenten, Kohlenstoffsubstrat, alles rein. Ja, Licht jetzt nicht unbedingt. So, das war's, glaube ich. Jo. Sehr schön. Und Input ist der, Output ist der auch. Und dann machen wir weiter. Betonblöcke. Davon einfach nur um es zu haben. So, da beim Generator kommt nichts hin. Haben wir hier quasi eine Werkstatt. Legen hier mal einmal frei. So, noch ein bisschen freilegen. Damit auch ein rein. Na komm, zieh hier rüber. Na gut, macht er noch nicht. Halb so wild. Dann wird hier quasi unsere Garage. Beziehungsweise unsere Werkkammer. Wie machen wir das hier? Mit dem Fenster. Genau das gleiche ist ja auch affig, ne? Ja, da kommen nachher noch Container rüber. Könnte ich gleich nochmal ein paar von bauen, glaube ich. Dass wir erstmal Lagerplatz haben. Provisorisch. Zack. Ein paar. Das heißt, wir können unseren Boden weiterlegen. Was ist eigentlich mit Betonblöcken? Haben wir auch schon wieder welche. War eigentlich auch viel mehr, ne? Aber jetzt eng mit Schotter. Ärgerlicherweise. Aber gut, das werde ich nebenbei mal demnächst ein bisschen holen. Zack. Will er wieder nicht. Gut, weg damit. Jetzt, ja. Gut. Dann brauchen wir eine Tür nach draußen. Und erstmal brauchen wir hier Licht. So, da drei Stück hoch. Da ein bisschen rüber. Das ist ja eigentlich auch schon unsere Decke, sehe ich gerade. Oh, ich Quatsch gemacht vorhin. Bauen wir die Decke hier wohl auch ein höher. So, aber erstmal hier unsere Shapes wieder rein. Zack, zack. Zack. Ist die Frage.
Frage, ist mir das hoch genug? Wird mir abgenommen durch. Wir haben keine Wahl. Zack. Ach so, eigentlich ganz schnuggi. Das geht doch klar. Da ein. Ich hoffe, ich habe nachher noch irgendwie Kraftfelder, die ich da reinpflanzen kann. So, kann man noch ein bisschen rausgucken. Die ist doch so in Ordnung. So, ich habe noch ein bisschen Platz. Und dann können wir hiermit schon mal anfangen. Aber nicht so. Ich glaube, als Werkstattraum reicht uns das. Ja. Das reicht uns. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. Zack. So. Monumentale Tür. Bisschen übertrieben, aber scheißegal. Wird doch. Quatsch, man kannst du bloß doch hier. Oh, der ist auch fertig. Das heißt, wir haben ein paar Frachtboxen, die wir jetzt anbringen können. Und die haben wir auch noch. Die wir eigentlich kaum noch brauchen. Aber okay. Das ist auch cool. Carbonit. Einfach nur, weil es schick aussieht. Nicht, dass wir sie jetzt schon zwingend brauchen, aber sie sehen cool aus. So. Abrinder. Und jetzt ist meine Maus leer. Das ist ja mal arg beschissen. Aber gar nicht so wild. Dann entlasse ich euch nämlich mit dem Anblick jetzt aus der aktuellen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben quasi nichts Neues gemacht, aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Unsere neue Basis wird dafür schöner, besser und was weiß ich nicht alles. Ne? Tutorials scheinen wir alle geschafft zu haben, zumindest vorerst. Und dann danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.